Heute gibt es standardmäßig mal wieder Tus mit Cedric. Was geht, Cedric? Moin. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir heute abschneiden werden, denn wir haben jetzt schon länger nicht mehr zusammen richtig aktiv gespielt und Cedric ist irgendwie auf Diamond-Niveau runtergerutscht. Aus dem Grund, lasst unbedingt jetzt ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da und schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen Rang ihr aktuell in dieser Season habt. Bin ich sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, wir legen los. Das neue Cars bzw. Lightning McQueen Bundle ist immer noch im Rocket League Item Shop und wenn du günstiger Credits dafür brauchst, dann schau jetzt in die Videobeschreibung, denn dort findest du meine Partnerseite Rocket League Exchange, wo du eben wie immer günstiger Credits kaufen kannst. Einfach Plattform auswählen, dann die entsprechenden Credits auswählen, dann Code Reapers nutzen für 3%, ja, sparst dann hier 34 Cent. Zahlst dann mit deiner beliebigen Zahlungsmethode und bekommst die Credits dann ganz einfach getradet. Wenn sie dann da sind, ja, dauert eigentlich mal nicht so lange. Wenn du aber trotzdem Fragen haben solltest, dann schreib mir auf Instagram oder auf Discord. Ja, ich habe auch auf meinem Discord einen eigenen Channel dafür. Ich freue mich, ja, wie gesagt. Let's go, und Link ist in der Videobeschreibung. Nun in der Runde, let's go, ich greife an hier. Herbert, wir müssen die Runde gewinnen, mein Lieber, ja. Übrigens ist ja auch gerade aktuell noch das Cars-Auto im Shop, ja. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr euch den Hasen gönnt. Ich habe leider den Boost nicht bekommen. Deswegen kann ich hier nur so einen Basic-Shot, sag ich mal, raushauen. Aber der Typ macht das auch echt sehr schlecht. Nimm du gerne. Ja. Okay, macht er gut, Achtung. Was bist denn du gerade eigentlich jetzt genau vom Ranking? Du bist schon irgendwie Diamond oder so, ne? Ne, ich bin noch C1. C1, das ist noch C1. Ja. Das ist krass. Du? Okay, ich hole erstmal Boost. Oh, der kriegt den aber gar nicht gut, ne? Boah, Alter, habe ich den unter die Latte gezimmert, Junge. Ich wäre Zimmermann. Naja, ein Glück spielst du jetzt wieder mit mir, Herbert. Dann kommst du vielleicht auch wieder hoch im Ranking. Ah, okay, starker Flip von Dolphin. Okay, ich bin links. Eventuell... Oh, ja, ich kann halt nicht so viel machen. Ja, ich hab's gesehen. Er könnte gehen. Und er geht auch. Let's go. So soll's sein. So soll's sein. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Season jetzt noch geht, aber die dürfte jetzt auch gar nicht mehr so lange gehen, tatsächlich. Bis zum 5. war noch Trading entfernt wird. Stimmt, die Season geht noch bis zum 5. Und... Oh, der hat... Oh, zack, let's go. Stimmt, ja, wenn Trading entfernt wird, dann ja, geht die neue Season los. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Und das ist so geil, 3-1. Wir nehmen heute alles auseinander. Ja, ich bin selber tatsächlich noch so ein bisschen am Überlegen, was mit mir passieren wird, wenn Trading entfernt wird. Ich habe ja gesagt, auf jeden Fall, dass Rocket League... Zeiten sind dann halt einfach vorbei. Ich werde vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen ein Video mal dann bringen von Rocket League. Aber für mich wird wahrscheinlich dann irgendwie ein anderes Spiel, ja, einfach interessanter werden. Ich fand auch jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja alle, ich habe mal sehr aktiv Fortnite gemacht. Fortnite ist so das Ding gewesen, was mich überhaupt wirklich groß gemacht hat. Und ich finde gerade diese OG... Oh, der ist drin. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, hätte ich gar nicht gesehen. Ja, das mit dem ganzen OG-Kram auf jeden Fall finde ich sehr, sehr geil in Fortnite. Weshalb natürlich Fortnite für mich ein Spiel wäre, was ich... Ich hatte den Ball noch. Wir gucken uns das Ganze nochmal an, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Ball noch hatte. Also ich hatte den so safe noch bei mir. Man sieht es sogar in der Aufnahme, denke ich mal. Okay, ich habe den Ball durchgedrückt. Hier, ich kann nicht viel mehr machen. Ah, okay. Aber jetzt müssen wir uns langsam ein bisschen wieder sputen, ne? Weil die greifen hier schon wieder gut an. Jetzt auch wieder ein... Ja, guck mal. 3-3 halt wieder. Schlecht verteidigt von uns. Ist halt stark. Der eine geht halt quasi auf einen... Oh Gott, er hat den Boost. Ich hab ihn aber weggebumpt. Ich habe aber gar keinen Boost jetzt gerade. Der eine geht halt auf einen Ceiling-Shot und der andere, ja, macht das Ding dann halt rein. Ist schon nicht schlecht gemacht, tatsächlich. Er geht! Wir drei, wir gehen wieder in Führung hier. Ja, so ganz einfache Ranked-Runden sind immer noch, finde ich, die besten. Achtung. Ah, ich dachte halt, er geht auch hin. Aber er hat halt abgedreht. Das war halt gut von ihm, ne? Ja, und dann ist es natürlich eine super Vorlage für den Dude. Kann man nicht anders sagen. Aber die Kickoffs, die laufen schon gegen die. Also doch, die sind gut. Achtung. Muss jetzt mal das Ding rauskommen.
Ah, hab ich geblockt, du? Ja, ich hab hinten bei uns Boost. Es steht halt 4-4. 8 Tore in einer Runde ist natürlich wirklich hart, haben die. War ein gedemot. Oh, mach ihn. Naja, das Problem ist, er wird... Ist er? Ja, geil, ey. Die Demo hat's halt wirklich gebracht. Ey, das ist aber heftig. Ich habe ihn gedemot, den Mate, und er hat dich gedemot. Das Ding ist halt noch nicht gegessen, ne? Also wir haben immer noch 1,25 auf der Uhr. Es ist halt schon immer noch doll. Würde ich mal so sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, der war so gut eigentlich. Hammer drauf. Ja, ja, musst du. Erster Save. Fahr du wieder drauf, dass sie nichts machen können. Ja, gerade ich bin hier ordentlich am Saven. Oh mein Gott, ey. Ich mach hier ein Ding nach dem anderen. Ich fühle mich wie ein Heatseeker. Let's go. 6-4. Komm, 1-on-1 Situation. 1-on-1, 1-on-1. Okay. Hat er, Achtung. Er ist nicht so... Okay, der ist... Den hast du. Ich warte jetzt einfach nur noch im Tor. Diese 12 Sekunden. So, ja, langsam ist eh nicht mehr machbar. Er kommt nochmal gut. Und ich lasse ihn. Let's go, wir gewinnen die erste Runde. Eins muss ich aber sagen, ich finde es krass. Matthias schreibt auch GG. Mittlerweile ist es eigentlich sehr selten, dass Gegner GG schreiben. Deswegen muss ich schon sagen, ist krass. So, die letzten Runden gab es immer ein GG. So, zweite Runde, Herbers. Wir müssen jetzt... Oh mein Gott, der eine heißt schon I am not hacking. Wenn ich so einen Namen schon lese, dann kann der nur hacken quasi eigentlich. Let's go. Oh mein Gott, let's go. Nice. Lol, ich habe ein Tor gemacht? Krass. Okay, gute Ausgangsposition für die Runde. Guter Kickoff. Hab ich. Oh, let's go. Wo bist du? Ja, 2-0, ey. Es musste so sein. Ja, Ball, der war schon sehr gut. Der war auch schwer zu predikten tatsächlich. Schön. Hört ihn nicht? Na doch. Achtung. Ich dachte halt aber auch, der hat ihn nicht. Ja, der wird eklig. Aber die gehen beide halt hin. Jetzt übel gute Möglichkeit zu kontern. Ist nicht. Oh. Oh mein Gott. Let's go. Noch rüber. Ist eigentlich ein guter Pass gewesen, Achtung. Nochmal. Ja, ich save lieber. Ja. Direktes Ding. Also wir haben die gut im Griff, tatsächlich. Immer einfach drauf. Achtung. Alles gut, alles gut, alles gut. Boah, das ist gerade so eine Runde, wo man sich gottlos am Konzentrieren ist. Raus irgendwie? Nee, aber die kriegen das Ding auch nicht rein. Das ist so gottlos. Das ist gerade eine richtig harte Runde und wir müssen immer noch 2 Minuten überleben. Das Ding ist, die machen halt jetzt immer mehr Druck, habe ich das Gefühl. Ja, Mann. Fake. Ja, nice. Nice Ball. Nice der. Oh. Oh, ich werde auch gedemot. Okay, jetzt wird's eklig, glaube ich. Weiß halt nicht, ob er den. Nee. Na gut, sein Mate ist halt da. Er geht auch zu. Ja. Na, 2-1. Da haben wir dem viel zu viel Zeit gelassen. Ich hätte auf jeden Fall viel früher drauf gehen müssen. Da hätte ich schon da sein müssen im Prinzip eigentlich. Ich muss sagen, ich finde die beiden Gegner sehr schwierig. Beide spielen halt Dominus. Bein gedemot. Oh ja, jetzt. Gute. Genau, geh du drauf. Ich gehe auf Demo wieder. Er hat ihn. Digga, was? Kann der den haben? Jetzt mal seriously. Ich bin ihm sogar hinterhergefahren und er hat den Ball. Naja, so schnell steht es dann halt auch schon wieder. Ja, 2-2. Ja, das ist... Mal
waren vier mit Ceiling. Ja, ja, ich merke auch schon. Ceiling Shots sind so das, was sie den ganzen Tag üben, gefühlt. Schön. Am zwei Tor. Oh. Ein Tor müssen wir machen. In den letzten Sekunden am besten. Wäre halt wieder nicht so nice, tatsächlich in die. Oh. In die Overtime bitte? Zu gehen. Ja, let's go, Digga. So wichtig, hier in den letzten Sekunden das Tor mitzunehmen. Es hätte ruhig ein bisschen später sogar passieren können. Aber, ja, wie gesagt, so ein Kickoff, den kann jetzt halt auch wieder kommen. Jetzt müssen wir halt wirklich aufpassen, dass wir hier keinen Kickoff-Goal kassieren. Wäre so ziemlich das Schlimmste, was passieren könnte. Warte wieder auf seinen Shot. Ah, easy. Ganz entspannt, ganz entspannt. Ganz entspannt jetzt. Ganz entspannt. 8 Sekunden. 6, 5. Lass aufkommen. Let's go. Nice. Wir gewinnen die zweite Runde. Sehr, sehr geil. Also gehackt hat er scheinbar nicht, Freunde. Und an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, Ranked hat euch heute wieder gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall einen fetten Like da. Lasst ein kostenloses Abo da. Würde mich riesig freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Barry Pass raus. GBO. Ciao, ciao.